Howdy, aloha, welcome and hallo Leute zu dieser 27. Folge von Mining Island. Also wenn hier Engländer dabei sind, ich kann hier alles übersetzen in den Kommentaren. Die komplette Folge übersetze ich einfach in den Kommentaren. Ja, oder für die Piraten, aloha, wenn ihr es versteht. So, okay, jetzt genug gespaßelt. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Und zwar werde ich heute mal hier hinten ein bisschen was zerstören, sag ich mal, oder destroyen. Und zwar werde ich hier, ja, wahrscheinlich die ganze Insel hier zerstören. Also bloß das hier, den Sand und die Erde. Und die hier muss ich auch, ja, umstationieren. Ein Tiergehege oder vielleicht auch ein Gefängnis, falls ich Lust habe. Und, hallo, hier ist ja auch noch eine drin. Ha, cool. Man kann Hasen schon vermehren, ne? Ja, klar. Ja. Ich würde sagen, ich zeige jetzt einfach mal so ein paar Clips, die ich jetzt in den letzten Stunden in dieser Welt gemacht habe. Und da wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß und ich mache mich in der Zwischenzeit schon mal an diese Sache hier ran. Und dann werde ich hier wahrscheinlich noch so einen Weg bauen, sowas wie da gegenüber. Da wird dann auch, werden dann wahrscheinlich auch Farmen gebaut und alles. Ich habe da ein paar Pläne, die ich da durchsetzen werde. Okay, Leute, hier ist ein Dorf ohne. Also wenn ich hier so hinschaue, dann zähle ich jetzt 20. Also mit dem Entity Counter. Hier oben bei E steht jetzt 20. Und wenn ich weiter hochschaue, 21. Also es sind eigentlich 20 hier drin. Oder es sollten 20 sein, was ich jetzt nicht gedacht hätte, dass schon so viele sind. Aber ja, wenn es so steht, dann soll das passen. Und dann muss ich jetzt nur noch da hinten nochmal 21 Dorf ohne raufholen. Und das ist ja. Wenn ich das hab, dann bin ich echt froh. So, ich probiere jetzt mal ein bisschen was aus. Und zwar nehme ich jetzt von hinten mal, da sind jetzt ca. 35 Dorfhunde drin. Da nehme ich jetzt mal ein paar Dorfhunde raus, denn nicht, dass es so ist, dass wenn hier jetzt zu viele drin sind, also so 35 halt, die Nomen 36, dass zum Beispiel hier nur 40 auf einmal sein können, weil das ist ja, bildet ja quasi ein Dorf und vielleicht dürfen die nicht mehr als 40 sein oder vielleicht können nicht mehr als 40 produziert werden, sag ich mal. Produziert ist ein komisches Wort, aber ja, ich weiß jetzt kein anderes, was besser passen würde. Auf jeden Fall können sie sich nicht mehr vermehren als wenn es halt, also wenn es 40 Dorfhunde sind hier, ne, insgesamt. Vielleicht können es dann nicht noch mehr werden, weil es vermehren sich irgendwie voll wenige nur. Also, wenn ich da jetzt zum Beispiel eins der Karotten und eins der Kartoffeln reinwerf, was halt brauchen zum Vermehren, oder auch Brot und Weizen, dann kommen hier vielleicht so 5 Dorfhunde raus. Und ich bin da auch schon immer voll lang auf K. Wie viele Tage jetzt zählen wir denn schon? Wo steht's denn? Tag 598, und als ich die Farm hier angefangen habe, war es so Tag 411 oder so. Also ich bin da sehr lange AFK immer da unten unter der Treppe. Und hier, die vermehren sich einfach so gut wie gar nicht. Und deswegen möchte ich da hinten jetzt einfach mal ein paar raustun. Und mal gucken, wenn hier vielleicht so 20 drin sind, vielleicht vermehren sie sich dann ja, schneller, sagen wir es mal so. Nicht, dass ich hier mein ganzes Zeug verschwende. So, komm, nimm was auf. Komm. Ach, bitte. Ein Dorfhunder. Komm. Jawohl. Super. Ist gut, dass es nicht weiter reinfährt als bis zum Schild. Das ist mein Gott. Also bis jetzt zumindest. Kann ja alles noch passieren, ne? Oh, nice. Nächster. Alter, stehen bleiben. Langsam, langsam, langsam. So, da hinten bleiben. So, gut. Oh, nein, da, zurück. So, und jetzt du. Buße, komm, Buße. Ach. Nein. Komm, nein, 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 tu nicht. Ah, nein. Oh, immer diese Schwierigkeiten. Okay, nächster, gut. Einen Platz haben wir noch. Zack, und komm. Ein Dorfhunder brauche ich noch.
Oh, 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 yes. Ich fahre echt nicht weiter rein, das ist echt nice. Okay, ja, ich mache hier erstmal wieder einen Block hin, weil wenn hier Babys rauskommen, mache ich erstmal einen Stein ziegeln. Weil wenn ich hier noch mehr rausnehmen will, dann kann ich da gleich wieder aufklatschen, ohne Silk Touch zu verwenden. Versteht ihr? Gut, da oben ist noch offen, da war nämlich ein Cobblestone, warum auch immer ich den da platziert habe. Und ja, da muss ich wieder platzieren. So, jetzt habe ich erstmal hier wieder 5, oder? Ja, 5 Dorfhörner, glaube ich. Und die bringe ich erstmal wieder hoch. Dann habe ich, glaube ich, in der einen Zelle so gute 15 Stück. Und ja, 21 brauche ich. In einer und dann im nächsten nochmal 21. Oh, ein bisschen dauert schon noch. Okay, Leute, also die Clips habt ihr jetzt gesehen. Habe ja einiges gemacht jetzt hier. Ein paar Dorfhörner wieder hochgebracht. Ja, und jetzt habe ich hier so ein kleines Loch, was jetzt hier übrig geblieben ist oder rausgekommen ist, sagen wir mal, von dieser Zerstörung. Hier war so eine Höhle drunter und das ist quasi die Höhle. Da muss ich jetzt hier mit Pflastersteinen nachhelfen, dass es hier, ja, eben werden kann quasi. Sagen wir mal ein bisschen unterschiedlich, dass es nicht so, dass es ein bisschen random aussieht, wisst ihr? Schauen, ob das jetzt hier geht mit dem Wasser. Jetzt muss ich aber, glaube ich, eh nochmal. Jetzt muss ich hier eh nochmal eine Schicht drauf platzieren, also ist es egal. So, damit das hier schön glatt wird. Oder halt eben. Dass alles Ressourcen sind. So. Alles klar. Oh Mann, ich bin so froh. Das hier sind jetzt wirklich endlich mal die letzten zwei Dorfhörner, die ich hier hochtransportieren muss. Denn hier sind schon 21 drin, da sind schon irgendwie 5 drin, glaube ich. Und ich bräuchte eigentlich bloß einen. Also bin ich ja mal total auf der sicheren Seite. Und hier sind jetzt gerade 19 drin und mit diesen zwei sind es dann... Ja, wer rechnen kann, der weiß, dass es dann 21 sind. Und zack. Und zack. Und dann haben wir's. Oh Mann, ich bin so froh. Das war so eine Qual. Diese 21 Dorfhörner hier so zu züchten. Also bis die sich halt vermehrt haben. Das hat immer so lange gedauert. Ich bin hier so lang AFK gestanden. Unten im Truhenlager. Und hier seht ihr übrigens meine neue Bootstation quasi. Also ich gehe hier so. Zack, so. Und dann gehe ich hier rein. Dann kann ich wieder zurück und so. Aussteigen, kaputt machen. Und dann saugt es halt automatisch auf von den Hoppern und geht dann an den Spender. Und ja, ist eigentlich ziemlich cool. Und ich walte hier die ganze Zeit unten AFK. Und das hat immer so lange gedauert. Also ihr habt es ja gesehen, ich habe da ja so 2 Stacks, 2 bis 4 Stacks Karotten und Kartoffeln rein. Und das sind immer bloß, die haben sich immer bloß um 2 bis 3 Dorfhörner vermehrt. Also da sind bloß 2 bis 3 neue gekommen. Das fand ich richtig komisch. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Also mit einem Stack oder mit 2 Stacks Karotten könnte da schon ein bisschen mehr rauskommen. Naja. Okay, Leute, hey, es tut mir wirklich echt leid, dass ich jetzt in diesen letzten Folgen von Mining Island immer so wenig Sang schaff, also einfach so wenig zusammenbekomme und einfach nicht dazu komme, dass ich mal richtig viel baue. Es liegt einfach daran, dass ich einfach durchgehend Probleme habe. Also mein Handy spinnt auch die ganze Zeit rum. Ich bin ja die ganze Zeit am Überlegen, ob ich es einschicken soll oder nicht. Dann hat jetzt in letzter Zeit mein Computer angefangen, mit dem Rahmen, dass mein Arbeitsspeicher zu 99% voll ist. Dann habe ich mir überlegt, zu Audacity zu wechseln. Dann geht plötzlich Photoshop nicht mehr. Den Thumbnails muss ich dann gucken, wie ich die mache. Also immer diese Probleme. Und dann, ja, habe ich halt auch nicht momentan die 100%ige Lust quasi an Minecraft.
Also, mir fehlen quasi ein bisschen die Ideen für Mining Island. Das heißt jetzt aber nicht, dass es vorbei ist. Es das heißt einfach nur, dass ich eine kleine Pause brauche. Eine kleine, ja, Kreativitätspause kann man fast sagen. Und dann geht's wieder frisch weiter. Gut, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen oder eine kleine Rede hier halten. Und zwar geht es um meinen Mining Tube Server. Ihr kennt ihn ja bestimmt alle. Ich habe, oder ich hatte schon mal einen Mining Tube Server gesponsert von Apple Pie oder PeaceLPs, wie sie hier in YouTube heißen. Ich packe euch mal den Kanal nochmal in die Beschreibung. Sehr nette Jungs. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob das jetzt immer noch die beiden machen. Oder ob das jetzt, also einer, ach, ist egal. Auf jeden Fall haben die mir geschrieben, dass sie den Server wieder starten wollen und das zu einem besonderen Anlass. Und zwar, wenn ich die 50.000 Abo-Marke knacke oder irgendeine bestimmte Abo-Marke, weil ich weiß nicht, oder die wissen selber nicht, ob sie es überhaupt schaffen, bis ich die 50.000 Abos knacke, weil es schon ziemlich schnell geht bei mir. So 1.500 Abos im Monat. Also, ja, die sind gleich da, die 50.000, glaube ich. Und danke dafür übrigens nochmal für eure Unterstützung. Also für alle Leute, für die Unterstützung von all meinen Abonnenten. Und ja, also die wollten einfach, dass ihr eure Maps einschickt. Also checkt einfach mal das Video in der Beschreibung aus. Die haben euch ein Video gemacht und da zeigen sie auch die neue Lobby. Und ihr sollt jetzt einfach nur eure Maps, also ihr sollt wieder Maps erstellen für den Server quasi, auf dem ich dann auch spielen werde, ja. Also das ist ja mal eine große Sache wieder. Und ja, dann sollt ihr halt so quasi Parcours-Maps erstellen. So genau das haben sie mir jetzt auch nicht erzählt, PeaceLPs. Da habe ich nicht so genau gefragt, aber ich denke mal so Parcours-Maps. Das ist das Übliche halt, ne? Also schaut euch einfach das Video von denen an, die werden es da auch ein bisschen erklären, glaube ich. Ich habe da jetzt nicht ganz aufgepasst, als ich es angeschaut habe, leider. Aber ja, also die haben auf jeden Fall eine gute Arbeit geleistet mal wieder. Und jetzt schickt einfach gerne, wenn ihr es drauf habt, wenn ihr eine Map bauen könnt, dann legt einfach mal los, schickt die an Apple Pie, an miningtube@gmail. .com, glaube ich, ist die E-Mail, aber checkt lieber nochmal hier, also das Video von den beiden, um sich jetzt gehen. Und irgendwie kommen hier Herzen, aber es kommen trotzdem keine Babys raus. Also ich verstehe diese Logik überhaupt nicht. Wie schon gerade eben angesprochen, die machen lieb, oder ich werfe halt zwei Sticks Weizen rein, oder Karotten und Kartoffeln, und es kommt einfach fast kein Dorfwunder raus. Zwei Stück, das kann ja auch nicht sein, oder? Ein Stack, dass man ein Stack Karotten quasi braucht, um einen Dorfhunder zu züchten. Das kann sie nicht sein. Oder vielleicht die spawnen auch die ganzen Karotten. Vielleicht nehmen die eine Karotte auf oder zwei, sowas. Und der Rest, die spawnt. Könnte ja auch sein. Oh Mann. Naja, also checkt auf jeden Fall mal Peace LPs, das wollte ich ansprechen. Und dann bin ich wenigstens zufrieden. Gut, danke. Ja, und natürlich habe ich jetzt auch in dieser Welt nicht so viel auf die Beine gestellt, weil ich ja auch diese Farm hier die ganze Zeit am Bauen bin. Man möchte es nicht glauben, ich habe es ja eigentlich schon gesagt. Ich spreche immer wieder so kleine Teile an und dann beende ich die wieder und dann im nächsten Clip spreche ich es wieder an. Das ist richtig komisch. Aber ja, es ist ja so, dass ich ja die ganze Zeit hier AFK bin. Und hier auch schon jetzt. Das ist schon der 706. Tag hier in Minecraft. Ein Tag dauert 7 Minuten oder so. Und eine Nacht 8 oder irgendwas. Das klingt jetzt vielleicht wenig, aber es ist mega viel. In Captive Minecraft habe ich vielleicht so 70 Tage gespielt. Und da bin ich auch schon, ja, da bin ich auch ab und zu sehr lange AFK. Aus irgendeinem Grund. Aber ja, auf jeden Fall war ich jetzt, oder muss ich ja hier jetzt sehr viel AFK stehen bleiben, weil die Dorfhunde einfach so lange brauchen, bis sie paaren. Ich glaube, so eine Stunde dauert es locker, bis einer sich vermehrt. Ihr wisst ja, wie es ist. Es dauert einfach sehr lang.
Aber naja, hier ist jetzt auf jeden Fall die Eisenfarm, also die Verbrennungsanlage, würde ich schon fast sagen. Ja, so kann man es eigentlich nennen. Also da fliegen halt die Iron Golems raus oder runter. Und man kann die dann schön von diesem, von dieser Plattform hier, vom, ja, Laufweg, beobachten, wie die halt verbrennen. Und dann kommen halt da die Items, ja, werden von den Hoppern aufgesammelt. Und dann kommen die, ja, hier so raus, hier kommt das Eisen raus. Und hier haben wir dann extra eine Anlage, die die Poppies aussortiert. Das habe ich hier von TangoTech abgeschaut, also 1 zu 1 abgebaut eigentlich. Und ja. warte mal. Biegen wir es noch gleich, ich glaube. Ich muss hier jetzt Ding reinwerfen. Oder? Schon wieder vergessen. Irgendwie so geht das dann und hier kommt das ja. Saubere oder nur das Eisen raus. Ohne Poppies und alles. Damit die Truhen alle voll sind mit reinem Eisen. Und nicht irgendwie mit diesen Unreinheiten. Ne? Ja. Gut. Jetzt muss ich hier nur noch das Netherportal erleuchten quasi. Und dann müssen wir oben noch die Türen platzieren. Das dauert auch wieder so lang. Oh Mann, das wird auch wieder so lustig. So, sorry. Bei mir war gerade ein Frosch im Hals oder irgend sowas. Ja, also ich wollte jetzt eigentlich gerade bloß sagen, dass ich hier jetzt die Türen platziere in oder auf der Eisenfarm. Also ich muss jetzt hier überall auf diesem einen Block hier in der Linie halt so Türen platzieren. Und dazu mache ich Folgendes. Also für jede einzelne Tür muss ich das, was ihr jetzt sehen werdet, tun. Und dazu rede ich mal was. Und zwar möchte ich jetzt wirklich mal wieder Struktur in meinen Kanal bringen. Also, ja, es ist ja immer alles so durcheinander. Ich weiß nicht, so ein Restart könnte man es fast nennen. Ich möchte zum Beispiel jetzt auch mal einen guten Banner, einen neuen Banner. Also, ein jetziger Banner ist nicht schlecht. Das meine ich damit nicht, aber halt wieder einen neuen. Ich wollte wieder neue Luft reinbringen in die ganze Sache hier quasi. Und ja, also wenn irgendjemand oder, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon ansprechen soll, aber vielleicht findet sich ja irgendjemand, der gut designen kann und so. Ich habe da schon mehrere Aufrufe gemacht für solche, ja, Events quasi, dass ihr mir halt Banner oder Designer sowas, Designer machen könnt, wollte ich schon was sagen, dass ihr mir Banner, Avatare und so Zeug machen könnt. Habe ich schon öfter ja, so Videos dazu gemacht quasi. Nie so einen richtig treuen Designer gefunden. TM Graphics war, hatte ich, der hat mir richtig viel gemacht am Anfang. Aber ja, der ist dann, der hat keinen Bock mehr für mich zu designen, sagen wir es so. Aber er hat echt, also alle, die für mich bis jetzt Banner und Designs so gemacht haben, haben geile Designs gemacht. Aber ich glaube, die Leute haben nur immer nicht so viel Zeit. Und deswegen, wenn sich irgendjemand findet, der viel Zeit hat und mir Lust hätte, mir halt ein paar Designs zu machen. Bei mir klingt die ganze Zeit das Handy. Irgendwie, wahrscheinlich schreibt mir Peace wieder auf Twitter. Aber ja, wenn mir irgendjemand hier Designs oder sowas machen möchte, für... Ups. Oh, das macht nichts, wenn man die hier falsch platziert. Das ist gut. So, hier muss ich die platzieren. Ja, wenn irgendjemand hier Banner, Profilbilds, ja, für Twitch halt auch und für Twitter das ganze Zeug machen möchte, schreibt mir gerne eine private Nachricht und dann lässt sich da vielleicht etwas arrangieren. So, also dieses ganze, das was ich hier mache, muss ich für jede einzelne Tür, die da steht, machen quasi. Ja, und ich muss da immer, wenn ich jetzt hier die neu platziere, also immer auf diesen Steinziegeln hier muss ich eine Tür platzieren. Da muss ich hier 6 Sekunden warten, bis ich die zerstören kann wieder. Also eigentlich sollte es gleich umgestellt sein, weil das Dorf ist jetzt quasi bei dieser Tür. Und ich verschiebe das Dorf jetzt zu dieser Tür. Das klingt so absurd, aber es ist eigentlich Realität. Weil
Ich weiß auch nicht, wie das mit diesem ganzen Dorfwundern funktioniert. Wahrscheinlich, weil ich dann hier so viele Türen habe, dass ich da halt 20 Dorfwunder brauche, dass die alle, ja, bewohnt sind, quasi die Dörfer. Und hier unten ist halt, quasi, also die vier Dorfwunder oder was ich da drin habe, stellen halt quasi ein Dorf dar. Und ich stelle halt ja da hinten immer die Türen auf. Und da fängt quasi das Dorf dann an und dann verschiebt das Dorf hier hin, wenn ich da eine Tür platziere. Wieder 6 Sekunden warten, dann darf ich die Tür zerstören, dann verschiebe ich das Dorf weiter auf diesen Block und immer so weiter in diesen Abständen. Ich weiß nicht, warum das hier so komischen Abstände sind immer, so unterschiedliche, aber ja, anscheinend muss das so sein. Und hier ist es dann immer kleiner und das hier ist halt die Mittellinie und hier muss ich dann die ganzen Türen platzieren. Aber es ist schon einiges an Arbeit, also das hier ist jetzt das komplizierteste. Danach muss ich hier überall Türen platzieren, so 1036 Türen brauche ich insgesamt für diese Farm. Und ich weiß nicht, ob das dann die Türen sind, also 1036 Türen sowas sind, die dann hier auch platziert bleiben oder ob da nochmal welche weggerechnet werden, weil die hier alle, hier wird alles voll sein mit Türen. Aber die Sache ist, nur die Türen unter diesen Blöcken hier bleiben stehen. Also unter diesen und da. Also ja, wird noch einiges zerstört hier und ist noch einiges an Arbeit. Aber ich würde sagen, wir hören erstmal für heute auf. Und lesen den, ja, Top-Kommentar von der letzten Folge. Oder unter, ich kann das immer so blöd sagen, also wir lesen den besten Kommentar aus der letzten Folge, sagen wir es so. Oder sagen wir, der Top-Kommentar zu der letzten Folge, so, das hört sich am besten an eigentlich. Gut, mal wieder richtig nice Folge und es ist nicht schlimm, wenn Mining Island nicht so oft kommt. Natürlich ist es mein Lieblingsprojekt, aber so ist die Vorfreude auf die Folgen größer. Und wie man immer so schön sagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Und ich mag es auch richtig, wenn du cuttest. Ja, natürlich cutte ich. One Take habe ich noch nicht hochgeladen, glaube ich, oder eher selten. Aber eine Frage, kannst du deinen Zuschauern mal zeigen, wie viele Stunden du schon an dieser Welt sitzt? Würde mich wirklich interessieren und dicken Daumen hoch für diese Folge von Georg Braun. Dankeschön an Georg Braun für den netten Kommentar. Solche Leute sind einfach cool, ne? Die die Zeit auch respektieren, die ich in die Welt stecke. Und ja, die ist einfach gelassen sehen, wenn mal länger keine Folge kommt. Aber die Hardcore-Fans, die da natürlich auf die Folgen warten, sind natürlich auch ganz klare Fans. Danke an alle Fans. So, dann rechnen wir das mal aus. Also, ich habe jetzt im Wiki gelesen, dass ein Minecraft-Tag ganze 20 Minuten hat. Und ich glaube, damit ist gemeint, also bei uns hat er einen Tag quasi 24 Stunden und in Minecraft sind es halt 20 Minuten. Jetzt rechnen wir das mal um. Also, wir haben hier 712 mal 20, weil wir 712 Tage schon Minecraft, also hier stehen 712 Tage und das mal 20 Minuten pro Tag. Haben wir 14.240. Dann mache ich das mal durch 60 und jetzt kommt das Ergebnis, Leute. 237 Stunden. Leute, 237 Stunden spiele ich schon in dieser Welt. Kann man sich das vorstellen? Wahnsinn, oder? Es ist schon, ja, ganze Menge. Machen wir mal durch 24. Also, das hört sich jetzt eher wenig an, aber ungefähr 10 Tage hocke ich an dieser Welt schon. Also das heißt, am Stück halt, 24 Stunden, 10 Tage, 24 Stunden an dieser Welt. Hört sich sehr wenig an, aber wenn man bedenkt, dass ich ohne Pausen 24 Stunden, 10 Tage an dieser Welt hocken würde, ja, würde ich schon einiges zusammenbekommen. Also 237 Stunden, Leute, und ja. So, damit ist die Frage beantwortet. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dieser Folge und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und macht's gut. Ciao.